In diesem Video schauen wir uns einmal die Einnahmen von Robbubble genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und viele Content Creator, vor allen Dingen YouTuber, haben in den letzten Wochen und Monaten ihre Einnahmen offengelegt. Und ich finde das vor allen Dingen immer dann spannend, wenn es nicht einfach nur YouTube-Einnahmen sind, sondern wenn diese YouTuber mehrere Einkunftsquellen haben, einfach weil man da viel lernen kann und weil wir uns das mal genauer anschauen kann, wie die so ihr Unternehmen strukturiert haben. Ein spannendes Video war das Video von Robbubble und das möchte ich mir jetzt mal gemeinsam mit euch anschauen. Ich habe übrigens ein Video aufgenommen, wo ich die Top-Bestverdiener auf YouTube aufgelistet habe. Wenn dich interessiert, wer auf YouTube im Jahr 2022 am meisten verdient hat, dann schau dir unbedingt das Video einmal an, was ich dir oben rechts verlinke. Nur kleiner Spoiler an dieser Stelle, Robbubble gehört tatsächlich nicht dazu. Aber steigen wir einfach ein in das Video von Robbubble und schauen uns einmal an, womit der eigentlich Geld verdient. 7.584 Euro und 53 Cent. So viel Geld habe ich dieses Jahr mit YouTube-Werbung verdient. Und damit ist er nicht in den Top 10 gelandet. Also ehrlicherweise, hier sehen wir ja 2,9 Millionen Aufrufe und ungefähr 7.500 Euro Umsatz. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Also der CPM ist da nicht so besonders viel. Und er sagt das wahrscheinlich, das ist nicht seine einzige Einnahme. Also dem Geld, was YouTube mir für meine Views abgibt. Das ist offensichtlich nicht meine einzige Einnahmequelle als Influencer. Ich habe ja auch Placements in den Videos, ich moderiere Sachen für Funk. Und in diesem Video möchte ich euch deswegen mal so transparent wie rechtlich möglich auflisten, womit ich dieses Jahr wirklich mein Geld verdient habe und wie viel. So viel kann ich schon mal spoilern. Ich verdiene mit all meinen Einnahmen auf jeden Fall um einiges weniger als Trimax und Montana Black, nur mit YouTube-Werbung. Wobei man auch sagen muss, Trimax und Montana Black, die sind wahrscheinlich, gehören zu den Top-Verdienern. Montana Black hat seine Einnahmen tatsächlich für letztes Jahr noch nicht veröffentlicht oder mal gucken, ob es überhaupt machen wird. Trimax ja, der ist definitiv auch in der Top-10-Liste für das letzte Jahr gewesen. Aber was ich hier ganz spannend finde, Robbubble sagt schon, er hat mehrere Einkommensquellen und genau, das ist sehr, sehr spannend. Bei mir ist nämlich nochmal eine Sache ganz besonders. Ich bin dumm. Dumm, weil ich mich nicht komplett auf meinen YouTube-Kanal fokussiere, mit dem ich vermutlich am allermeisten Geld verdienen könnte. Nee, ich bin gleichzeitig auch noch Geschäftsführer einer Firma. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Das heißt, Robbubble ist nicht nur selbstständig, also als Content Creator, sondern ist angestellt. In seiner Einkommensteuererklärung wird auch nicht selbstständige Arbeit stehen. Er sagt jetzt, dass er Geschäftsführer ist. Ich weiß nicht, also das kann ich nicht einsehen, ob er eventuell Gesellschafter ist. Also Gesellschafter ist er Inhaber einer juristischen Person, einer GmbH. Und die richtig cool GmbH ist natürlich eine Gesellschaft, wo er Geschäftsführer ist, wo ich auch ehrlicherweise vermute, dass er auch Gesellschafter ist. Und wenn die Gesellschaft sein Gehalt bezahlt, dann ist das für die Gesellschaft eine Ausgabe und für Robbubble halt ein Gehalt, also Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Wenn die GmbH aber einen Gewinn macht, dann schüttet sie diesen Gewinn oder kann diesen Gewinn ausschütten an die Gesellschafter, also an die Eigentümer. Wenn das Robbubble auch ist, dann hat er zusätzlich nochmal Einkünfte aus Kapitalvermögen, weil das eine Kapitalgesellschaft ist und er Anteile an dieser Kapitalgesellschaft hält. So ein bisschen wie Aktien. Aktien sind Anteile an einer Aktiengesellschaft und hier hält er wahrscheinlich Anteile an der GmbH. Im Steuerrecht ist das fast das Gleiche. Das heißt, mit dieser GmbH hat er neben seiner selbstständigen Tätigkeit wahrscheinlich nicht selbstständige Arbeit und auch noch Kapitaleinkünfte. Wissen manche von euch vielleicht gar nicht. Seit 6 Jahren leite ich gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin eine Agentur für Social Media Content, die Richtig Cool GmbH. Richtig Cool GmbH, damit wissen wir auch, wie sie heißt. Und die gucken wir uns am besten einfach mal an. Richtig Cool.de. Genau, die hat er uns gerade gezeigt. Und das Erste, was wir natürlich gucken, ist, wir gucken ins Impressum und sehen hier Richtig Cool GmbH. Ja, das stimmt soweit. Geschäftsführung Robin Blase. Das heißt, Robbubble ist Geschäftsführer zusammen mit Claudia Langer. Das richtig Spannende an der GmbH oder generell an GmbHs ist, dass GmbHs ihre Jahresabschlüsse veröffentlichen müssen. Also alle, die Einzelunternehmen sind, die eine Einnahmeüberschussrechnung machen, die müssen natürlich nicht ihre Steuererklärung oder ihre Einnahmeüberschussrechnung im Internet veröffentlichen. Bei GmbHs ist das tatsächlich anders. Ihr könnt die Jahresabschlüsse und damit viele, viele Informationen online einsehen.
Und zwar auf der Seite vom Bundesanzeiger Verlag, also bundesanzeiger.de. Da seht ihr unglaublich viele Informationen und man kann auch im Handelsregister, also handelsregister.de, nachschauen, was der offizielle Sitz ist, wer Geschäftsführer ist und solche Sachen. Das heißt, da kann man eine ganze Menge Informationen rausholen, wenn man eine GmbH hat. Und Rob Bubble ist so freundlich, dass er uns diesen Einblick gibt. Und deswegen bin ich natürlich sehr neugierig, die richtig cool GmbH genau da einmal einzugeben. Ich könnte die jetzt direkt beim Bundesanzeiger eingeben und beim Handelsregister. Eine schönere Seite ist tatsächlich die Seite NorthData. NorthData sammelt aber tatsächlich die Daten aus dem Bundesanzeiger und Handelsregister und bereitet die einfach ein bisschen schöner auf. Ich gebe da einfach einmal die richtig cool GmbH ein und da sehen wir dann direkt, die gibt es tatsächlich in Berlin und hier sehen wir schon ganz viele spannende Informationen. Erstens einmal den Gegenstand, also was macht die Gesellschaft? Konzeption, Produktion, Vermarktung, Verwertung und Lizenzierung von Audio visuellen Medienprodukten. Also wir sehen schon irgendwas mit Video, Social Media und so weiter. Was ganz, ganz spannend ist, ist hier oben rechts und zwar die Gewinne. Und zwar von den Jahren 2019, 2020 und 2021. Das bedeutet also, für 2022 hat die richtig cool GmbH, also Rob Bubble, die Steuererklärung noch nicht gemacht und den Jahresabschluss auch noch nicht vorbereitet. Veröffentlicht ist es auf keinen Fall, sonst wird es hier stehen. Aber hier sehen wir tatsächlich auch die Gewinne. Und zwar im Jahr 2021 lag der Gewinn bei 357.000 Euro. Das heißt, 360.000 Euro ungefähr hat die richtig cool GmbH Gewinn gemacht. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Wichtig hier ist allerdings, für die GmbH ist das Gehalt von Rob Bubble eine Ausgabe. Das heißt, das wurde vorher abgezogen. Das heißt, diese 360 Euro wäre der Betrag, den sich tatsächlich diese Gesellschaft ausschütten konnte. Hier sieht man übrigens auch den Umsatz, der ist allerdings geschätzt und der lag im Jahr 2021 wahrscheinlich bei 2,1 Millionen. Also echt ordentlich. Siehst du auch die Mitarbeiteranzahl, auch die ist gestrichelt. Gestrichelt bedeutet geschätzt und zwar geschätzt 14 Mitarbeiter. Was übrigens auch spannend ist, hier unten sieht man, wer Geschäftsführer ist und so weiter. Hier sieht man Robin Blase, also Rob Bubble. Was man aber auch sieht, und zwar, wenn man sich so ein kleines bisschen mit diesen Zahlen auskennt, sieht man einmal hier die Bilanz ausgewiesen. Hier sieht man, dass es einen Kassenbestand gibt. Also Kassenbestand ist überall Geld, also auf allen Bankkonten, tatsächlich in der physischen Kasse vielleicht, was ich ehrlicherweise als unrealistisch betrachte bei einem Internetunternehmen. Aber was ist der Kontostand mit dem Stichtag 31.12.2021. Da lag der Kontostand bei 808.000 Euro. Das heißt, gut 800.000 Euro hatte Rob Bubble am 31.12.2021, zumindest auf seinem Geschäftskonto von seiner Agentur. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob diese Gesellschaft zu 100% ihm gehört. Was aber auch sehr spannend ist, wenn wir auf die passive Seite schauen, dann sehen wir einmal den Jahresüberschuss. Das ist der Jahresüberschuss von 2021 von 360.000 Euro. Dann gibt es aber noch einen Gewinnvortrag von 484.000 Euro. Also ungefähr eine halbe Million Euro Gewinnvortrag. Gewinnvortrag sind die Gewinne aus den Vorjahren, die nicht ausgeschüttet worden sind. Das heißt, Rob Bubble bzw. die Gesellschafter der richtig cool GmbH könnten sich jetzt diese 484.000 Euro plus 358.000 Euro zusammen ausschütten. Das sind, ganz grob überschlagen, ungefähr 850.000 Euro, die da in dieser Gesellschaft sind. Natürlich werden die das Geld da drin behalten, weil sie es wahrscheinlich reinvestieren, aber es sind ungefähr 850.000 Euro in der Gesellschaft, dass sich die Eigentümer dieser Gesellschaft ausschütten können. Das heißt, es sind schon unglaublich viele spannende Informationen, die man einfach so online im Internet nachschauen kann. Rob Bubble hat uns jetzt gesagt, da ist er Geschäftsführer. Das heißt, es wird ein bisschen mehr sein als die ungefähr 7.500 Euro, die er mit AdSense im letzten Jahr eingenommen hat. Aber schauen wir uns das Video doch mal weiter an, was er über seine Agentur da erzählt. Bevor wir dazu kommen, wie viel Geld ich jetzt mit YouTube-Placements, mit TikTok, mit Instagram, mit Moderationen für öffentlich-rechtliche Projekte verdient habe, wollte ich euch einmal einen Behind-the-Scenes-Einblick darin geben, womit ich eigentlich mein Geld verdiene, mit der Firma. Herzlich willkommen! Ja genau, er sagt hier auch, seine Haupteinnahmequelle ist die Firma. Und wie gesagt, das wird in erster Linie sein Gehalt sein. Das lässt sich nicht nachvollziehen, wie viel Gehalt er sich auszahlt. 50.000, 100.000, 200.000, keine Ahnung. Da wird er aber genauso sich selbst abrechnen müssen, wie jeder andere Angestellte auch. Das heißt, er ist quasi bei sich selbst angestellt. Hier sagt er auch, das ist seine Haupteinnahmequelle. Was ehrlicherweise, wenn wir die Umsätze und Gewinne von der Gesellschaft sehen, ja, auch quasi klar war. Bei der richtig cool GmbH? Genau, da macht er jetzt eine Office-Tour. Wir sind ehrlicherweise wegen der Kohle hier, deswegen würde ich tatsächlich einmal springen. Willkommen im Rob Bubble Studio. Für die, die die ganze Zeit nur wegen des Geldes hier sind, dachte ich... Ja, ich. Danke, Rob. Bevor ich euch jetzt den Raum und die anderen Räume zeige, verrate ich euch erstmal noch eine weitere Einkommensquelle. Das hier ist das Geld, was ich an einem guten Tag auf TikTok verdiene.
Also TikTok ist sehr, sehr, sehr witzig. Ich vermute, das wird sehr niedrig sein. Wir haben auch ein paar Mandanten, also Content Creator als Mandanten, einige sogar. TikTok, also der Creator Fund von TikTok, der zahlt nicht besonders gut. Also das sind wenige Cents. Mit TikTok selbst kann man sehr schlecht Geld verdienen. Das ist auf YouTube anders, weil YouTube die Views monetarisiert. Bisher auch noch nicht die Shorts. Das ändert sich gerade. Da muss man mal sehen, wie viel man mit YouTube Shorts tatsächlich auch verdienen kann. Aber bisher konnte man weder mit YouTube Shorts noch mit TikTok Videos irgendwie ernsthaft Geld verdienen. 7 Cent. Ja, 7 Cent pro Tag. Insgesamt habe ich durch die Werbeeinnahmen, die TikTok mir abgibt, nicht nur dieses Jahr, weil das kann man leider nicht so gut trennen, sondern seit der Gründung meines TikTok-Accounts mit 25 Millionen Views 112,70 € verdient. Ja, also da sieht man schon, TikTok als Plattformen, um damit Geld zu verdienen, funktioniert nicht. Also das ist auch, ja, das ist klar. Das heißt, für alle Leute, die hauptberuflich TikToker werden wollen oder TikTokerin, das Geld, was man von TikTok bekommt, reicht nicht aus. Was natürlich aber super spannend ist, wenn man da viel Reichweite hat. Das heißt, je mehr Reichweite man hat, desto attraktiver ist man natürlich für Werbepartner. Das heißt, auch wenn du auf TikTok Geld verdienen willst, dann musst du automatisch mit Sponsoren arbeiten, mit Product Placements und so weiter. Das Geld, was rein vom TikTok kommt, das kannst du fast vergessen. Das rechtfertigt ehrlich gesagt nicht mal die Produktionskosten von einem einzigen TikTok. Deswegen sind Placements so wichtig. Ja, deswegen. Placement, mit Placement wird das Ganze wahrscheinlich deutlich attraktiver. Und mit Placements auf TikTok habe ich dieses Jahr 20.100 € Umsatz gemacht. Ja, sehen wir, 20.000 € deutlich mehr als die 170 €. So, und bevor wir jetzt zum Rest der Einnahmen kommen, das hier ist mein Studio. Kennt ihr, hier werden all meine YouTube-Videos gedreht. So sieht das hinter den Kulissen aus. Und hier ist außerdem noch mein Livestreaming-Setup, auch wenn ich sehr lange schon nicht mehr live gestreamt habe. Aber ich moderiere einmal im Monat für den SWR eine Live-Show namens Mixtalk. Steht hier als nächstes im Skript. Hier habe ich dann immer... Hier sieht er schon, es gibt offensichtlich auch einige Unternehmen, Formate und so weiter, die er mit seiner Agentur produziert. Oder nicht er, aber die seine Agentur produziert. Und dafür wird er natürlich auch bezahlt werden. Natürlich, das macht eine Agentur, sowas zu produzieren. Er hat auch gesagt, er hat Moderationsjobs und so weiter. Das heißt, er hat ganz unterschiedliche Einnahmequellen, die sich dann so aufsummieren. Das Skript offen, hier kann ich auch schneiden, aber eben auch Livestream. Hier lagert die gesamte Technik, mit der wir alle unsere Produktionen so machen, von Podcasts zu YouTube-Videos. Ist hier übrigens ganz interessant, natürlich sind alle Kosten, die er im Zusammenhang mit der Produktion der Videos hat, Ausgaben, ganz klar. Natürlich die Technik, Kameras, Mikrofon und solche Sachen, das ist ja relativ klar, das sind Betriebsausgaben, aber tatsächlich auch Requisiten. Und das ist als Content-Creator manchmal ganz witzig, da kann man halt alles, was man kauft als Requisite, als Betriebsausgabe absetzen. Und je nachdem, was dein Inhalt, Content deines Videos ist, kannst du da halt auch Dinge absetzen, die man sonst so nicht absetzen kann. Also ein Koch-YouTuber, Rob Bubble ist jetzt kein Koch-YouTuber, aber ein Koch-Content-Creator, wenn du Rezepte machst, dann ist das Essen natürlich Requisite. Und dann kannst du natürlich auch deinen Lebensmitteleinkauf, den du brauchst, um diese Videos zu kreieren, natürlich auch als Betriebsausgabe buchen und von der Steuer absetzen. So, und hier drüben, da ist unser Meetingraum für das Studio. Wir nutzen das aber auch als Set. Sehr schön, also immer, wenn wir einen Konferenzraum brauchen für Sketche oder irgendwie eine Tafel. Genau, hier sieht man schon, er hat eine Perücke, der hat eine Mistgabel, der hat einen Hut, der hat eine Decke, der hat einen Sessel, der hat eine Zimmerpflanze. All das ist ja Requisite. All die Dinge kann er tatsächlich natürlich von der Steuer absetzen. Um irgendwie so ein Schulsetting in einem Sketch zu haben, dann machen wir das einfach hier. Gegenüber ist unsere Küche, damit man bei Drehs auch was snacken kann, Kaffee trinken kann und so weiter. Und direkt daneben ist unser Und natürlich auch hier die Frage, das ist ehrlicherweise bei Einzelunternehmen schwieriger, aber wenn du eine GmbH hast, ist natürlich Getränke, Kaffee und so weiter für die Mitarbeiter oder für Geschäftspartner und so weiter natürlich auch eine Betriebsausgabe, weil du brauchst es ja in deinem Unternehmen. Du musst ja irgendwie dafür sorgen, dass die Mitarbeiter happy sind und so weiter. Das Einzige, was immer dazu führen kann, ist, wenn man zu viel Wert nach Finanzamtmaßstäben zu viel Wert den Mitarbeitern gibt, dann muss eventuell darauf Lohnsteuer gezahlt werden. Fotostudio. Hier drehen wir alle TikToks immer vor Fotowänden, aber zum Beispiel auch den Anti-Web-Videopreis vor Schwarz oder da oben Sachen vor Greenscreen, das geht auch. Diese Fotowände, die nehmen wir manchmal auch mit. Die hier war zum Beispiel gerade für Netflix. Das finde ich echt krass. Vielleicht gucken wir da auf der Webseite nochmal. Der hat echt Kunden. Das ist beeindruckend. Also für Netflix, für Funk, für Kika hat er irgendwo seine Kunden aufgelistet. Hier, Kika, SWR, Netflix, Super RTL, Funk, MyHammer. Also, finde ich schon echt krass. Rob Bubble kenne ich tatsächlich so als YouTuber, so seine Videos. Aber was alles bei seiner Agentur dahinter steckt und wie groß die sind, das finde ich echt sehr beeindruckend. Mit 14, 15, 16 Mitarbeitern, das ist schon echt
ordentlich. Also bin ich sehr, sehr beeindruckt. Über 1899, da drehen wir immer so lustige Clips für Social Media mit dem Cast von solchen Shows. Hier wird diese Woche ein neuer Podcast produziert für über die deutsche... Neuer Kunde, noch geheim. Aber Kunde. Ab und zu nehme ich hier auch Lästerschwestern auf. So, jetzt wisst ihr, was wir in der Firma alles so machen. Aber was habe ich denn jetzt als Influencer verdient? Ich habe ja auch noch einen Instagram-Kanal. Da habe ich dieses Jahr zum Beispiel eine Roomtour von meiner privaten Wohnung gepostet. Aber ich habe natürlich auch Werbung gemacht und damit 22.750 Euro Umsatz generiert. Ah, spannend. 22.750 Euro auf Instagram mit Placements. Das ist ungefähr so viel wie auf TikTok. Jetzt ist natürlich mal spannend, was sich besser monetarisieren lässt. Ich gucke einmal auf TikTok nach Rob Bubble. Generell muss man natürlich sagen, ihr solltet unbedingt uns auf TikTok auch einmal folgen. Auf TikTok hat er ungefähr 60.000 Follower und auf Instagram, auch hier natürlich wichtig, auch da solltet ihr uns natürlich einmal folgen auf Instagram. Aber auch hier Rob Bubble. Da hat Rob Bubble 52.000 Follower. Das heißt gar nicht so ein großer Unterschied. 52.000 auf Instagram und ungefähr 60.000 auf TikTok. Einnahmenmäßig sehr, sehr ähnlich. Zugegebenermaßen bei Placements interessiert die Followeranzahl nahezu gar nicht. Was da entscheidend ist, wie viel Reichweite. Weil ein Werbetreibender möchte von dir als Content Creator oder generell von jedem Content Creator natürlich die Reichweite haben. Den interessiert es überhaupt nicht, ob du irgendwelche toten, inaktiven Follower dir irgendwo gekauft hast. Sondern da geht es wirklich darum, wie häufig wird denn die Werbung angeschaut. Und deswegen ist die Berechnungsgrundlage für einen Werbepreis immer die Reichweite, die ich so ganz einfach jetzt online nicht einsehen kann. Aber von der Followerschaft sind die beiden Kanäle eigentlich relativ gleich und vom Umsatz auch. Instagram ist ein bisschen weniger Reichweite, ein bisschen mehr Umsatz. Könnte aber auch tatsächlich einfach daran liegen, weil Instagram inzwischen etablierter ist und vielleicht mehr Kunden auch Instagram-Placements anfragen als TikTok-Placements. Aber es ist schon beides auf einer. Und im YouTube-Werbeanteil sind wir jetzt also bei rund 50.000 Euro. In dem YouTube-Werbeanteil sind übrigens nicht nur Werbeeinnahmen drin. YouTube rechnet da alles zusammen. Da sind auch 204,56 Euro, die durch Kanalmitgliedschaften entstanden sind und 20,12 € durch Trinkgeld dabei. Also danke an alle, die den Kanal so supporten, denn natürlich sind 50.000 Euro eine Menge Geld, aber durch das Team, was benötigt wird, um die Qualität meiner Videos auf dem Level zu halten, das ich gerne hätte, sind die Kosten weitaus höher. Deswegen braucht es Placements auf YouTube und dadurch kamen nochmal 81.500 Euro. Hui, das ist spannend tatsächlich. 81.500 Euro Placements auf YouTube. Und das ist krass gut. Das ist natürlich auch sein größter Kanal. Aber ganz am Anfang hat er uns ja auch seine Klickzahlen gezeigt. Gucken wir uns einmal an. 2,9 Millionen Aufrufe und damit hat er gut 80.000 Euro Umsatz gemacht. Das ist nicht schlecht. YouTube-Placements scheinen sich für ihn zumindest zu lohnen. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass der ganze Overhead, den wir verursachen, durch das Team, durch das Studio, ihr habt ja jetzt die Räumlichkeiten gesehen, ihr habt die Technik gesehen, ihr habt die Leute gesehen, das deckt tatsächlich vor allem die Produktionskosten. Krass, damit sagt er, die deckt die Produktionskosten. Er ist bisher noch nicht ganz explizit darauf eingegangen, wie viel, also was er an Kosten hat. Weil natürlich, das sind die Umsätze. Aber von den Umsätzen muss man natürlich die ganzen Produktionskosten abziehen. Und Rob Bubble steht für Qualität. Also sehr viel Recherche, auch rein technischer, optischer Qualität, ganz klar. Das heißt, jetzt sagt er ja mehr oder weniger, dass er ungefähr 130.000 Euro für die Produktion auf seinen Kanälen pro Jahr ausgibt. Das heißt, ungefähr 11.000 Euro pro Monat hat er an Produktionskosten. Das ist ehrlicherweise auch gar nicht so wahnsinnig viel. Man muss immer berücksichtigen, wenn man fest angestellte Mitarbeiter hat, zahlt man ja alle Versicherungen und so weiter. Das ist was anderes, als wenn ich so einen Freelancer als Cutter anstelle, sondern wirklich mich committe, da ein Gehalt zu bezahlen. Weil auch das Arbeitgeberbrutto, das heißt das, was wirklich der Arbeitgeber an Kosten hat, ist deutlich höher nochmal als das, was am Ende beim Mitarbeiter ausgezahlt wird. Das ist bei Freelancern ist das mehr oder weniger das Gleiche. Bei Angestellten kann das schnell mal passieren, dass der Arbeitgeber insgesamt fast doppelt so hohe Kosten hat. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, die Agentur hat sehr, sehr viele Mitarbeiter, aber das ist gar nicht mal so viel, finde ich, bei 130.000 Euro Kosten im Jahr. Zum Glück habe ich aber noch eine weitere Einnahmequelle, Moderation. Ich moderiere einmal im Monat Follow Reports für Funk, einmal im Monat Mixdoc für den SWR, auch ungefähr einmal im Monat Team Timster für den Kika und dann habe ich immer noch so einzelne. Echt krass. Also Rob Bubble ist deutlich umtriebiger, als ich dachte, muss man ehrlicherweise auch die Moderationsjobs. Gut, ich gucke jetzt nicht so häufig Kika, deswegen kriege ich das auch nicht mit, aber das finde ich sehr beeindruckend.
Einzeljobs. Zum Beispiel habe ich mal bei einem Pen and Paper von den Rocket Beans mitgemacht oder war mal bei Spiegel TV und habe da YouTube erklärt. Und durch solche Moderationsjobs kamen auch nochmal 57.300 Euro zusammen, wobei ungefähr 3/4 davon öffentlich-rechtliche Jobs. 3/4 von 57.000, 38.000, 39.000 Euro von Funk pro Jahr. Das ist gut 3.000 Euro im Monat. Das ist nicht so viel, ehrlicherweise. Für alle, die mitgezählt haben, das sind ungefähr 3 Arbeitstage jeden Monat, die ich in öffentlich-rechtliche Projekte stecke. Ja, aber spannend. Wir wissen, ungefähr 3.000 Euro im Monat kriegt er von Funk öffentlich-rechtlich und es sind 3 Arbeitstage im Monat. Ich vermute mal sehr stark, dass sein Tagessatz bei 1.000 Euro liegt. Ich habe früher in meinem Leben vor der Steuerberatung auch mal nicht mit öffentlich-rechtlichen zu tun, aber mit so Universitäten und habe Workshops gemacht. Und es ist ganz häufig so, dass Projekte ausgeschrieben werden müssen, wenn sie über 1.000 Euro Tagessatz haben. Und das führt dann dazu, dass ganz viele so Institute, bei den Universitäten war es zumindest der Fall, dass ich halt ein Angebot gemacht habe für 999 Euro pro Monat, was dazu geführt hat, dass mein Ansprechpartner einfach direkt mich buchen konnte, bevor das so ein super aufwendiger Prozess ist. Ich habe keine Ahnung, ob das bei öffentlichen Rechtlichen auch so ist, aber es könnte sein, also der Schluss liegt sehr nahe, dass sein Tagessatz für die öffentlichen Rechtlichen bei 1.000 Euro liegt. Und das ist natürlich eine Menge Geld für 3 Arbeitstage jeden Monat, aber wenn ich diese Zeit in werbefinanzierte Videos stecken würde, würde ich mehr als das Doppelte verdienen. Das ist, glaube ich, relativ einfach auch zu rechnen. Man muss nur gucken, weiß ich jetzt nicht genau, wie viele Videos er veröffentlicht hat. Wir sehen, was er an Placements auf YouTube verdient hat. Sieht man ganz offensichtlich, dass er mit einem Video mit Placement auf YouTube deutlich mehr verdient als die 1.000 Euro pro Tag, die er bei den öffentlichen Rechtlichen bekommt. Kann man sich ja einfach hier so ausrechnen. Ich mache das nicht, weil ich dadurch reich werde, anders als es manchmal behauptet wird, sondern weil es mir eine Menge Spaß macht. Das ist unglaublich abwechslungsreich und ich finde es tatsächlich... Auch hier glaube ich ihm zu 100%, 1.000 Euro an einem Tag klingt wahnsinnig viel, wenn man angestellt ist. Klingt auch wahnsinnig viel, wenn man gerade studiert, zur Schule geht und so weiter. Aber da muss man immer wissen, da sind eine ganze Menge Kosten dabei und so weiter. Und am Ende, schaut gerne das Top-10-Video an. Es gibt andere Modelle, gerade passivere Modelle, wo du für deine Reichweite bezahlt wirst, ist meistens sehr viel attraktiver. Weil wenn du ein Video produzierst und das 15, 20 Jahre online ist, dann kann das dir 20 Jahre Umsätze bringen. Das ist, wenn du an einem Tag irgendwo hingehst und einen Tag moderierst, dann hast du erstens einen stressigen Tag, im Zweifel Vor- und Nachbereitung und so weiter, das nicht extra bezahlt wird und hast nur diesen einen Tag, kriegst diesen einen Tag bezahlt. Da verdienst du nicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren noch was. Deswegen glaube ich ihm zu 100%, dass er das nicht macht, um viel Geld zu verdienen, sondern vielleicht macht er das auch, weil er weiß, dass seine Agentur auch eher Produktionsaufträge bekommt, wenn er regelmäßig in diesem, ich würde mal sagen, in dem Universum der Öffentlich-Rechtlichen präsent ist und so weiter. Vielleicht ist er auch überzeugt von Funk und möchte das inhaltlich unterstützen. Aber genau, dass das jetzt die Cash-Cow ist, glaube ich tatsächlich nicht. Ist auch sehr wichtig. Und wenn ich jetzt die YouTube-Werbeeinnahmen, die vermutlich dieses Video ungefähr generieren wird, noch mit reinrechne, dann kommen wir darauf, dass die Marke Rob Bubble dieses Jahr mit allem, was jetzt auch noch im Dezember kommt und so weiter, 190.000, sagt er. Was ich hier spannend finde, ist, er sagt die Marke Rob Bubble. Er sagt nicht, dass er so viel verdient hat im letzten Jahr. Vermute ich sehr, sehr stark, dass dieses Geld gar nicht auf seinem Konto landet. Ich glaube, er stellt uns jetzt hier gerade vor, dass das, ich würde mal sagen, ja, Projekt, die Marke Rob Bubble verdient, dass das aber gar nicht bei ihm auf dem Konto landet, sondern ich kann mir vorstellen, dass dieser Kanal gemanagt wird tatsächlich auch durch seine Agentur. Und damit sind diese 190.000 Euro nicht auf seinem Konto, sondern erstmal auf dem Konto von der Agentur. Und von da aus muss er dann sich das Geld rausholen, entweder in Form von Gehalt oder von einer Gewinnausschüttung, was natürlich auch erstmal Steuern verursacht. Aber gucken wir mal weiter, vielleicht geht er darauf ein. Rund 190.000 Euro Umsatz gemacht hat. Und das Geld, das landet übrigens nicht auf meinem Konto, sondern das wird von der Firma wieder investiert. Ja, genau. Okay, wie ich gesagt habe, das Geld landet also nicht auf dem Konto von Rob Bubble, sondern auf dem Agenturkonto, das ist der richtig cool GmbH. Und ganz wichtig da, dann kommen auf Agenturebene. Das heißt 190.000 Euro Umsatz. Die hatten letztes Jahr ja mehr Umsatz. Gehen wir davon aus, dass auch letztes Jahr ungefähr 2 Millionen Euro Umsatz war, dann wissen wir, dass die Agentur ungefähr 10% ihres Umsatzes mit der Marke Rob Bubble macht. Und das ist nicht besonders viel. Und dann müssen in der Agentur ja erstmal alles bezahlt werden. Mitarbeiter, Büroräume, Studio und so weiter. Das heißt erstmal alle Kosten runter. Und dann macht die Agentur einen Gewinn. Der Gewinn, der lag vorletztes Jahr bei ungefähr 350.000 Euro. Das heißt, wenn er letztes Jahr ähnlich lag, dann sind das erstmal 350.000
300.000 Euro. Dann wissen wir aber schon, aus 2 Millionen Euro Umsatz werden 350.000 Euro Gewinn. Und das ist natürlich nicht so richtig viel. Das sind knapp 20%, also knapp 20% Umsatzrendite. Das heißt, von einem Euro, was die Agentur an Umsatz macht, bleibt ungefähr 20 Cent übrig. Wichtig da, in dieser Kostenstruktur steckt ja auch schon das Gehalt, was Rob Bubble sich auszahlt. Er ist ein Teil der Kostenstruktur. Aber dann von diesem Gewinn, also ungefähr 350.000 Euro, dann muss die Agentur Steuern bezahlen. Und zwar nicht die Einkommensteuer, die jeder von uns auch bezahlt. Weil es eine GmbH ist, zahlt diese Agentur Körperschaftssteuer, die beträgt 15%. Und noch einmal Gewerbesteuer, die beträgt auch ungefähr 15%. Das heißt, insgesamt zahlt die Agentur auf den Gewinn von 350.000 Euro ungefähr 30% Steuern. Das heißt, es sind ganz grob ungefähr noch einmal 100.000 Euro, was die Agentur an Steuern zahlt. Übrigens kann man auch ungefähr die Kalkulation, was die an Steuern ausgerechnet haben, einsehen. Und zwar auch hier gucken wir noch einmal ganz unten, und zwar auf der Passivseite, da steht eine Position Rückstellungen. Und Rückstellungen ist ganz häufig Steuerzahlungen, das heißt Steuern, die noch nicht gezahlt worden sind, die aber noch gezahlt werden müssen. Rückstellung ist sowas wie Kosten, von denen man weiß, dass sie nächstes Jahr wiederkommen, dass sie auf jeden Fall kommen. Also das heißt, du weißt heute schon, dass du in Zukunft Kosten haben wirst. Dafür bildest du Rückstellungen. Das macht man auch, wenn man zum Beispiel fehlerhafte Produkte ausgeliefert hat und man weiß, man wird verklagt oder man weiß, dass man sie zurücknehmen muss und so weiter. Da entstehen Kosten, dann kann man Rückstellungen bilden. Wichtig hier, das können auch nur GmbHs, das kann kein Einzelunternehmen in der Einnahmenüberschussrechnung. Aber ganz, ganz häufig sind es halt Steuern. Weil wenn man einen Jahresabschluss macht, weiß man ja, wie viel Steuern rauskommt. Man weiß, wie viel man schon gezahlt hat davon. Man weiß aber auch, was ungefähr die Nachzahlung ist. Deswegen weiß man hier, ich gehe mal davon aus, aufgrund der Höhe, dass das in erster Linie Steuerrückstellungen sind, weiß man, dass man am 31.12.2021 wusste, dass man ungefähr eine 90.000 Euro Steuerzahlung hat. Das einfach mal so, wie man eine Bilanz auch lesen kann. Was hier natürlich dann spannend ist, wenn du 350.000 Euro Gewinn hast, ungefähr 100.000 Euro Steuern zahlen musst, dann bleiben ungefähr 250.000 Euro an Gewinn nach Steuern übrig. Und für diese 250.000 Euro wäre es dann möglich, dieses Geld tatsächlich auszuschütten. Das heißt, das könnte sich, ich habe keine Ahnung, zu welchem Prozentsatz Rob Bubble an der Agentur beteiligt ist. Das könnte sich aber Rob Bubble dann unter Umständen ausschütten, wenn er es denn möchte. Also wenn das, er hat, bekommt er schon Gehalt, wenn das nicht ausreichen sollte oder was auch immer. Die Marke Rob Bubble, die könnte sicherlich noch sehr viel mehr Geld verdienen, wenn ich mich einfach mehr darauf fokussieren würde. Ich könnte auch noch Merch verkaufen oder Livestreams machen. Und ein Teil von mir, der hatte auch echt immer Bock drauf, weil klar würde ich gerne mehr machen. Ein Teil von mir ist auch neidisch, wenn ich sehe, dass andere YouTuber 2 bis 3 Mal so viel Umsatz machen, nur mit der YouTube-Werbung, die bei mir halt gerade mal 4% vom Umsatz ausmacht. Und ich weiß es nicht, bei Leuten wie Montana Black und Trimax, die nur immer ihre YouTube-Einnahmen rausgeben, wie viel Prozent das bei denen ist, aber wenn das nur ansatzweise ein ähnliches Verhältnis ist, dann rechnet mal hoch, wie viel Geld. Na gut, okay, das wird nicht der Fall sein. Hier, Rob Bubble sagt ganz klar, er ist in erster Linie Geschäftsführer und auch Influencer, Content Creator. Aber bei Trimax zum Beispiel ist das anders. Trimax ist in erster Linie Content Creator und hat so ein paar andere Projekte auch. Das heißt, die prozentuale Aufteilung des Einkommens wird bei Montana Black oder Trimax ganz, ganz anders sein. Das wird nicht nur 4% sein. Das ist bei ihm jetzt so, weil er in erster Linie halt Agentur-Geschäftsführer ist und nicht Content Creator. Das sieht halt bei hauptberuflichen Content Creatern anders aus. Da kann tatsächlich der AdSense-Einnahme auch, keine Ahnung, 30-40% ausmachen. Spannendes Video. Wir haben uns da jetzt ein paar Sachen mal rausgepickt. Ich habe euch mal gezeigt, wie man so auf dem Bundesanzeiger die Zahlen lesen kann, welche Informationen da drin stecken. Ich hoffe, für euch war das spannend. Ich fand das Video von Rob Bubble super interessant. Vielleicht hat der ein oder andere von euch was gelernt. Das Ganze ist jetzt ja ein relativ neues Format auf diesem Kanal. Schreibt mir doch einmal gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Art des Formates haltet. Findet ihr das interessant? Sollten wir das in Zukunft noch ein paar Mal häufiger machen? Gibt es Dinge, auf die ich extra eingehen kann? Schreibt mir gerne mal eure Meinung. Und sonst würde es mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr euch sonst mal auf unserem Kanal umschaut. Wir veröffentlichen regelmäßig Videos rund um die Themen Finanzen, Buchhaltung und Steuern für Selbstständige, nicht für GmbHs. Deswegen Rob Bubble, inhaltlich können wir dir nicht weiterhelfen. Aber wenn du Content Creator bist, Selbstständiger bist, dann sollten unsere Videos spannend für dich sein. Deswegen schau dich da gerne mal um oder abonniere direkt den Kanal, um kein Video in Zukunft mehr zu verpassen. Dann rechnet man hoch, wie viel Geld die verdienen. Und dann denke ich mir manchmal, was mache ich eigentlich?